Hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge Let's Play Transport Fever. Letzte Folge mit dem Fahrzeugersatz zuständig und da haben wir hier zum Beispiel etwas nicht lösen können. Deswegen schreiben wir wieder erstmal Transport Company und dann die 1301. Drücken da einmal auf Enter. Des Weiteren haben wir bei diesem Zug. Oh, neue Fahrzeuge verfügbar. PLM 220 Runenwagen für Holzbretter. Da kommt noch was drauf. Stahl und was noch? War es, glaube ich, noch was Viertes, oder? Bin mir gerade nicht sicher. Und dann an den DMG Cannstatt. Sehr gut. So, wir haben diesen. Wir haben diesen. Haben wir gemacht. Nee, das war hier falsch. Da kommt eine 13, keine 12. Stödel. Haben wir eine 13 gemacht, siehste. Den und den. Jetzt kämpft er, ja? Ich kann noch mal ein bisschen weiter weggehen. Aber wir werden mal schauen. Standen das hier mit den Jahren, wie alt die sind? Nee, hier stand es nicht. Hier stand es. Und zwar da. Ja, genau hier. Das ist Valmo Hills und der ist erst ein Jahr auf der Strecke. Den würde ich aus gegebenen Anlass auch mal hier ins Depot schicken. Da kann man ja einsehen, was alles womit fährt. Super. Natürlich, mit der Maus ist das grausam. Sehr grausam. Arg. Aber wir machen überwiegend Plus, das ist sehr gut. Hier unten ist mal ein bisschen Minus, aber das geht nicht in den Millionenbereich. Das kann man noch verkraften. Was ist denn das? Elsdorf. Fährt fast nichts mit. Aber es ist auch eine sehr junge Buslinie. Können wir auch mal ein Auge zukneifen. So. Aber wir können auch mal auf die Finanzen gucken. Ja, wir haben ein gutes Plus. Das läuft gerade noch. Wir können doch mal zurückzahlen, ja. Zack, 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 zack. Und schon haben wir keine Schulden mehr. Yay! Und wir haben trotzdem noch 23 Millionen. So habe ich mir das noch vorgestellt, meine lieben Freunde. Erst wenn wir ein stabiles Plus haben, können wir das ganze Zeug zurückzahlen. So. Zack. In die 14. Umbenennen hier. Esmeralda Transport Company Zug 1402. Das ist der 01er jetzt. Da ist ja auch Zug 1. Transport Company 1401. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier auf einmal was drinne stehen habe. Und das kennt ihr nicht. Esmeralda Transport Company. Hier habe ich nämlich ein Logo jetzt drin. Ne? Kein Logo. Hier, das ist vorgegeben, das ist vorgegeben, das ist vorgegeben. Und ich habe dieses ein bisschen ummodelliert und habe das dann so umgeschrieben. Schaut meines Erachtens nach super aus. Und ihr könnt ja mal ein bisschen Feedback da lassen, wie das ausschaut. Würde mich darüber sehr freuen. So, Fahrzeugersatz. Fahrzeug wählen. Das sind 7 und 9. Sind die denn voll? Das habe ich schon wieder weggemacht. Naja, fast. Warte mal. Wird gerade gefüllt. Fast voll. Potenzial nach oben. Deswegen setze ich den auch mal auf 88. So. Wie viel kann denn die? Die kann 60 fahren.
Kostet aber auch 1,09 Millionen. Da setze ich die mal auf diese Linie. Nur mal so als Test. Und setze da mal diese Passagierwagen hinten dran. Eins. Nee, 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 nee. Die hier, wenn dann. Eins, zwei. Also 11, 22, 33, 44, 55. Sechsundsechzig. Weiß nicht, wie viel die jetzt gerade können. Ach nee, 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 nee. Ist da noch Potenzial nach oben? So, jetzt kriegen die 55. Ja, wir sind magnetisch. Wir sind gnädig. So, dann dieser Putzo Beltheim kriegt die Zugnummer 15. Zug 15, und das ist der zugehörige Zug, der hat den Namen Esmeralda Transport Company 1501 erhält. Und dieser, na, wie viel hat er denn jetzt mit? Voll. 88. Da können wir auch mal noch einen hinten dran hängen. Oder? Ein Landauer. So, ja, personalisiertes hier Innenstadtverkehr-Bus-Gedöns ist das doch. Das ist eine Dampflok, oder? Es ist noch eine Dampflok, ja. Und Passagiere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der kann 10 km/h schneller fahren. Deswegen glaube ich, der macht auch einen besseren Tick. Und da klappt das nämlich, wenn ich den so hinsetze. Ach, das klappt doch super. Das klappt doch super. So, ich glaube, den haben wir jetzt nicht benannt. Doch, haben wir. Hammer, Hammer, Hammer. Zack, zack. Und diesen nennen wir jetzt 16. 16. Und der 16er, der fährt hier. ETC, also Esmeralda Transport Company. Dann die 16 und die 01 dahinter. Wie viel fährt er denn? 56. 56. Und wir dann die gleich nehmen hier. 1, 2, 3, 4, 5. Mit Potenzial nach oben. Super. Die Chemie. Bretter, Chemie. Retter Chemie. Passt hier noch was hin? Zug 17. Wir brauchen da mal so Abkürzungen. Wir brauchen da mal Abkürzungen. Noch geht's ja, aber wenn ich jetzt irgendwie vor allen Dingen die 1 dahinter, ne? Die gefällt mir überhaupt nicht irgendwie. Und das Leerzeichen kann man sich auch sparen, im Grunde genommen. Könnte man sich sparen, ja. Hier ist eh nichts gerade auf der Linie, deswegen macht die plus minus 0. Ja, wir lassen es mal erstmal. Vielleicht brauchen wir es irgendwann wieder. Und ja. Ein wunderbarer Zug. Und dann gucken wir mal hier. Zack, ich gehe mal außerhalb des Bildschirms. Wir gucken uns mal die Fahrt an. Sehr schön. Wunderhübsch.
du 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 du. Hinten sieht man schon die Essen von der Stadt Beltheim. Wir müssen in nächster Zeit auch mehr Personenverkehr fördern. Deswegen gibt es auch mehr Cash mit der Zeit. Desto mehr Cash man besitzt, desto leichter lässt sich es fahren. Ja. Da wartet schon der Zug, dass er durchfahren kann. Da sieht man nochmal das Symbol. Sehr schön. Wunderhübsch. So. Das war's mal wieder hier aus dieser wunderschönen Map. Und ich gucke jetzt hier mal ein bisschen rum, was denn so an Güter vor allen Dingen hier transportiert. Nein, natürlich nicht. Ich will jetzt nicht gleich wieder ins Minus rutschen. Erstmal alle Ortschaften hier mit Innenstadtverkehr. Stahnsdorf, Schwanenmühle, Parkstein, Lastrup, Reichenschwand. Noch was? Ne, Weimar haben wir schon. Einmal haben wir schon ihren Zug. Ja. Ihren Zug fehlt auch noch. Und dann später mal hier rüber. Es wird eine lange Strecke, lang bergauf geht's hier auf jeden Fall. Und dann hier auf jeden Fall. Und hier und da. Da könnte man ja hier, von Schwalenmühle, zack, 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 eine Reichenschwand, eine TGW-Strecke bauen. Da fährt er etwas schneller, aber das ist erstmal ein späterer Komplex hier. Wenn ich ihn kaufe, da wäre ich jetzt schon wieder bei einstelligen Millionenbereich. Ja. Oder ich mache einen Schnellzug von hier, der fährt hier so rum und geht dann nach Alfhausen rein. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Hier so rüber, so quer den Berg nach oben. Die elektrischen Züge, die machen ja dann keine Hemmungen mit der Zeit. Geht das dann noch ratzfatz? Ratzifatzi. Genau, Gewerbe haben wir erstmal abgebaut, Industrie. Und wenn soweit alles geregelt ist, würde ich sagen, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder. Morgen müsste der 30. sein. Und ja. Bis dahin, ciao, ciao, euer Citrexus.